So, da sind wir auch schon wieder live. Woohoo! Silvester, erstmal zum Wohle. An alle, die was haben. Tja, Pech. Prost. Tja. Der gute Löwenstein, der kennt. Dani killt dich gleich. Aber richtig. So. Wir begrüßen euch nun zu Schlag den Bambi. Ja? Eigentlich Schlag den Raab, aber weil ich heute hier der Gastgeber bin, haben wir gesagt, wir machen Schlag. Den Bambi. Und zwar spielt heute Team YouTube gegen mich. Also das wäre einmal. Also unseren Killer Dani kennt ihr ja schon mittlerweile. Dann hier vorne Seppi von Seppis Zockt. Seppi Zockt. Ja. Nicht Seppi Zocker, egal, da kommt der Mann. Kennst du Seppi Zocker? Erfahrst Seppi. Ja. So, und da haben wir hier noch den Kevin und als Moderatorin des Abends meine Frau die Patze. Und wie war es jetzt nur mit dem ersten Spiel aussuchen? So, noch. Das ist ihre Stammpapier. Ohne Spock und ohne Echse und ohne Obi-Hörnchen. Weil Obi-Hörnchen gewinnt immer. Der Moderator nimmt immer diesen Kreisel und lässt ihn drehen. Und die Seite, was unten liegt, ergibt das erste Spiel. Willst du mal sagen, also wenn jetzt hier so liegt, dann hier der Buchstabensalat, oder? Genau, das wäre dann Buchstabensalat. Und dementsprechend schauen wir nach, was wir dazu brauchen, machen, tun müssen. Also? Und ich spiele gegen alle drei zusammen. Die drei spielen gegen mich. Ich werde natürlich gewinnen, weil ich bin der Plattfuß. Und ich bin die Unparteiische. Im Ganzen. So, dann sag mal an, wer hier ist gegen mich an? Ja, so muss ich mich runterschmeißen. Helf mal der Frau! Oh Gott, der hat Maniere, der Kerl, du. Es wird aus Baden kommen, ja? Hey! Darf er das? Nein! Wie war's, man darf sich nicht über Behindertenwitze nehmen? Darf er das? Aber Badenerwitze ist wie Behindertenwitze. Ihr dürft euch über meine Behinderung nehmen, aber nicht über das Badenland. Achso. So. Der Kreisel dreht sich und dreht aber sich. Ewig. Er dreht sich! Darf er das? So. Wer weiß mehr? Mehr. Boah, unser. Wer weiß mehr? Tja, ich müsste jetzt ja meine Tasse holen. So, wer weiß mehr, was brauchen wir denn dafür? Wo ist hier, wer weiß mehr, wir brauchen die Punkteleiste, Spielfiguren und die Quizkarten, wer weiß mehr. So. Punkteleiste ist ja das da. Der Moderator liest die erste Frage der Quizkarte vor. Auf jede Frage gibt es eine genaue Anzahl von richtigen Antworten. Die Spieler beantworten die Frage abwechselnd. Der Startspieler beginnt. Das bin im Moment ich. Nächste Runde ist der, wo hinten liegt, darf es entscheiden, wer beginnt. Falsche, doppelte oder keine Antwort. Der Gegenspieler hält einen Punkt und die Frage geht aus dem Spiel. Alle richtigen Antworten. Blabla, wie im Fernsehen auch. Wer zuerst drei Punkte hat, gewinnt. Das heißt, wenn ich falsch antworte, kriegt ihr einen Punkt. Andersrum genauso. Doppelt oder keine Antwort. So. Moderator, go. Die sieben deutschen Städte, deren Namen auf Hafen oder Haven enden. Hafen oder? Haven. Das ist jetzt abwechselnd, ne? Jetzt ja, ich darf anfangen. Okay. Ludwigshafen. Hm? Wer spielt gegen mich eigentlich? Ja. Also, so. Ich würde ja gerne. Also, Seppi, schon rausgesagt. Ja. Dann so. Cuxhaven. Das ist die Zeugung auch gefallen. Havel an der Mose. Nein. Scheiße! Also, ihr habt einen Punkt sozusagen. Ja, mach. So. Na, dann bist du jetzt dran trotzdem. Das ist das Problem. Ich hätte nur Cuxhaven. Und Lüttichshafen. Ja, so geht's mir auch. Was war das andere? Hafen und? Haven. Hafen. Hafen. Also Hafen und Haven. Gut, das ist ein Punkt für mich. Ich sag Bremerhaven. Mhm. Das ist Ludwigshafen. Wir haben Ludwigshafen, Bremerhaven, Cuxhaven. So, es fehlen noch vier. Weißt du, Pronoop, unsere Freunde würden mich jetzt killen, die haben mir alles mögliche da oben gezeigt mit Hafen am Ende, gell? Ja, ja. Immer für eure Zähne nicht. Gibt's einen Telefonjoker? Darf ich Telefonjoker? Nein. Darf man das? Wie, warum gibt's keinen Telefonjoker? Also ich mach jetzt gleich so und ich würde sagen, 3, 2, 1, du musst dich einfach runter wie der Elton auch, ja? 3, 2, 1...
Nee. Nee, also gut, so, jetzt komme ich. Hamburger Hafen. Nein, es endet aber auf Hafen. Ja, hätte ich auch Zeit. Ja, okay. Nein, ey. Okay. Gut, also die erste Karte ist für mich. So. Mein nächstes Ding wäre Frankfurter Flughafen gewesen. Okay, die Karte kommt raus. Ja. Die Karte kommt raus. Ein Punkt für mich sozusagen. Ja. Wer zuerst drei Karten hat, also nächste Runde. Halt. Immer noch das, was du hast. Also das heißt, gib mir mal deinen Stefan. Wieso lass den Stefan bei mir? So. Ja, dann ist das dein Seid und das ist dann ihr Seid. Ja, jetzt machst du die nächste Frage. Es gibt drei Fragen, weil du gibst ja drei Punkte zu erreichen. So, jetzt musst du aber anfangen, wo ich ja gewonnen habe. Ihr darf raussuchen. Nein, erst beim nächsten Spiel. Nein, jetzt wird es abwechselnd. Abwechseln. Ja, dann. Die neun olympischen Sportarten, bei denen ein Ball benutzt wird. Nee, warte. Psst, nichts verraten, ja? Ich will eine Chance haben. Also Volleyball auf jeden Fall. Ja. Kugelstoßen. Nein. Ist eine Kugel? Ah, fuck, ist eine Kugel! Okay, ja. Halt. Tischtennis. Ist der Ball. Ja. Fußball. Ja. Fußball? Du musst auch Ja, Nein sagen. Ja. Ich hab noch machen. Ja. Handball. Ja. Basketball. Hab ich nicht schon längst gewonnen? Ich hab drei. Ja. Neun. Nein, du brauchst drei Punkte. Es geht um falsche und doppelte oder keiner von den Punkten. Also. Was, Bibel? Wo machen wir das? Bei neun olympischen Sportarten. Neun olympische Sportarten mit dem Ball. Mhm. Badminton. Haben wir schon. Nein. Nein. Ja, dann müsst ihr nicht das jetzt. Tennis. Ja. Fuck, jetzt wird's schwierig. Jetzt wird's richtig. Also, jetzt habt ihr noch zwei. Es sind noch zwei offen, aber jetzt wird's richtig schwierig. Ja, ja, das ist echt schwierig jetzt. Die ganzen Guten haben wir jetzt schon weg. Volleyball hast du gesagt, Hockey. Ja. Das ist ein Puck. Nein, ist ein Ball. Feldhockey wird mit einem Ball gespielt. Jetzt wird's richtig schwer. Jetzt gibt's nur noch eins. Es heißt Hockey, nicht Eishockey. Okay, eins noch gibt's, ne? Mhm. Oh, wie heißt das? Ich kenne das. Hab ich schon gesagt. Ich schon. Hast du gar nicht gesagt. Doch. Hab ich gesagt. Doch. Hast du Fußball gesagt. Nein, und Basketball. Basketball. Okay. Cricket. Nein. Fuck! Ist das Squish, Squash? Nein. Squash ist nicht olympisch. Okay. Okay, jetzt muss ich richtig. Also jetzt. Als morgen. Baseball ist nicht olympisch. So. Was hat noch ein Ball? Komm dir nicht drauf. Kann man nicht drauf? Ich glaube nicht. Wasserball. Scheiße. Bah, Ausgleich, also wieder auf null. Nächste Frage. Das ist ein Ding. Ausgeglichen, gerade so. Ist das eine olympische Sportart? Ja. Ja, Wasserball ist, da trage sie ihre Rötler. Ah, ja, okay. Ich muss nicht anfangen, ja. komm. Die sieben deutschen Bundeskanzler vor Angela Merkel. Vor- und Nachname oder nur Nachname? Beides. Helmut Schmidt. Ja. Adolf Hitler. Okay. War kein Bundeskanzler. Ey, aber so früher. War vorhin schon, ey. Aber kein Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Da kenne ich gar nichts. Ich kenne mich da nicht aus. Konrad Adenauer. Halt, Herr Gott. Schnauze! Hier wird nichts verraten, ja? Ich kenne die aber nicht. Ja, dann komm. Rate! Angelo Merkel, komm! Ja, vor Angela Merkel! Ja, ich kenn nur die! Du wirst doch denjenigen kennen, wo vor der Merkel da war! Gerhard Schröder! Halt mal, Schröder war meine Antwort. Ja, Gerhard Schröder. Helmut Kohl. Ja. Willy Brandt. Scheiße! Noch zwei. Wie noch zwei? Ich weiß nicht mehr. Nee, es kommt daneben. Komm. Okay, die Karte ist meine. Aber könnte man sagen jetzt mal. Kurt Georg Kiesinger und Ludwig Erhard. Ludwig Erhard und Kurt Kiesinger nicht, okay? 2-0 für mich. So. Nächste Punkt, oder habe ich schon. Nein, 2-0. Die eine haben wir nicht aufgelöst. Was? Haben wir nicht aufgelöst. Olympisch war nicht ausgeglichen. Also steht 2-0 für mich. Nächste Frage. Dann kommt die jetzt du weg. Anfangen. Dann kommt die jetzt da rein. Das macht es sich mies.
Lass ruhig mies machen, ich kann das. Okay, die Sexsiegerin bei Germany's Next Topmodel. Bis einschließlich 2011. Nein! Wie heißt die? Heidi Klum. Den moderierst du da. Okay, die werde ich auch wussten. Ohne Handy. Hätte ich meine Schwester gesagt, die hat die alle aufgezählt bis 2005. Wie hieß die? Lena Meyer-Landrut. Das ist jetzt ein Geheimnis. Nee. Wie heißt die? Warte. Was sagen die mit dem Chat? Vielleicht wissen die. Ja, ja. Unser Chat, ich würde sagen, einmal dürfen wir den Chat-Joker nutzen. Aber das soweit sind wir noch nicht, ja? Da bin ich mit Adolf Hitler. Nee, wie heißt das? Ich kenne die. Das ist die Schwarze. Komm mit drauf. Bei mir zeigt es immer noch, dass du nicht online bist. Ich bin aber online. Ich war auf Twitch direkt. Ein bisschen online. Definitiv. Ja? Lilly Müller oder so. Geh über Kanal suchen, dann bin ich online. Nein, okay. Ja, okay, ich kann auch nur raten. Ich habe keine Ahnung. Tja, Andrea Bell. Ja, so. Willst du sehen, wie natürlich ein oder einfällt? Dann habe ich schon gewonnen. Oh komm, hier helfen die. Dreck dich an. Ich kenne nur dieses Drama Baby. Das ist der Brüsten. Ja, das ist mein Mom. Ich schau mal, wenn du jetzt guckst, wenn du jetzt auf dich drauf gehst. Entschuldigung. Komisch. Dann würde ich sagen, ich habe jetzt diese Runde gewonnen. Nö, die geht jetzt unentschieden, weil ich beide abkackt habe. Ja, nee, wieso? Ich habe jetzt schon 3 Punkte. Wieso? Weil ich auch am Anfang halt die Klum gesagt habe. Ja. So. Also, der erste Spiel. Wollt ihr das wissen? Ja. Lena Gerke. Lena Gerke hieß die. Ja, Barbara Mayer, Jennifer Hof, Sarah Nuru und Alisa Nalli Buni und Jana Beller. Janaina, ja, genau, jetzt wo sagst du? Die eine da, ja, die eine! So, also ich habe es 1 Punkt. Also darfst du mich 1 Punkt machen. Und ich würde sagen, du bist blau. Blau. Ich bin immer blau, ich habe jetzt 1 Punkt. Ich habe bei 1. Ich bin jetzt bei 2. Oh. So, ich bin jetzt bei 1. So, der lässt schon nur weg, genau. So, jetzt darf der Moderator den Kreis wieder drehen für unser nächstes Als Spiel. Als erstes tue ich erstmal die Karten. Aufräumen, Entschuldigung. Ja, das Problem. Was spielen wir? Schlag den Bambi, noch führe ich mit 1 zu 0. Ja, weil er sich mit Topmodeln auskennt, die Pussy. Ich könnte mich die Bundeskanzler aufzählen, ja? Adolf! Du war größte Kanzler von Britta, oder? So, ihr müsst dann auch sagen, wer gegen mich antritt dieses Mal, gell? Sind wir zwei jetzt, gell? Genau. Ja, nur noch ihr zwei. Autokennzeichen. Noch ist nicht, jetzt liegt's erst. So. Macht's da jetzt mal Autokennen. Oh, zocken! Zocken! Nein. Entweder wer lügt oder stimmt's. Stimmt? Stimmt's. Also. Woher mal stimmt's? Nimm mal da an, oder? So, wollen wir das hier was in Gaming schätzen, Lieder mal im Kopf rechnen, Filmzitate. Bring ihn erstmal. Komm, Hashtag GTA. GTA-Kilo zockt. Stimmt's. So, wir brauchen die Quizkarten Stimmt's und beide Stimmt's-Chip. Das sind diese Fragezeichen falsch. Ich schwör's uns in 3 Namen, genau. Irgendwas zu machen. Die mit dem Haken und dem Kreuz. Die mit dem Haken, und dem Kreuz. Ja, das Adolf Hitler, die zählt mich vor unfair. Bambi. Also, das kennt ihr doch mal bitte aufhören mit so. So, der Moderator hat eine Aussage, der ausgewählte Quizkarte vor. Die beiden Spiele überlegen und die Aussage stimmt, dann legen sie ihren Chip ab. Haken stimmt, schwarzes X nicht. Nachdem beide Maschinen haben, nehmen sie die Hand vom Chip, der Moderator löst die Aussage auf und der falsch gesetzte zieht vor. Es gibt keine Punkte für falsch. Bei 3 ist gut, oder? Wir fangen bei, ich würde sagen, 5 Leben, dann ziehen wir runter. Von 5 geht's runter. Bei jedem falschen.